Ja, ich habe 2005 begonnen, mich intensiv mit einem Instrument auseinanderzusetzen, das ein Kinderklavier ist. Das schaut aus wie ein Klavier. Man sieht es im Hintergrund hier bei mir. So ein, da steht so ein, sind zwei eigentlich, ne? Ein kleines weißes mit zwei Oktaven und ein großes mit drei Oktaven. Ein sogenanntes Toy Piano. Schaut aus wie ein Klavier, klingt aber völlig anders und hat auch eine ganz andere Tonerzeugung. Das Klavier selber ist ein Instrument, was eine unglaublich intensive, reichhaltige Geschichte hat in Europa. Es wurde halt so Mitte des 18. Jahrhunderts, hat sich aus dem Cembalo entwickelt und wurde dann zu einem Instrument, was jeder, der was auf sich gehalten hat, zu Hause hatte. Das war so ein bürgerliches Möbelstück. Es wurde sehr viel Musik drauf gespielt, weil im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man noch weder Radio noch Schallplattenspieler. Man konnte auch nicht so oft ins Konzert gehen. Deswegen haben die Leute sehr viel zu Hause gespielt und viele Repertoirestücke, auch Sinfonien zum Beispiel von Beethoven, vierhändig am Klavier gespielt. Also das Klavier war so ein zentrales Instrument, mit dem man auch sozusagen selber Musik gemacht hat, um Musik sozusagen hörbar zu machen, die man vielleicht sonst im Orchester, im Konzert oder in der Oper gehört hätte. Das Toy Piano wiederum klingt für mich eigentlich wie ein asiatisches Instrument. Die Klangerzeugung besteht nicht aus Saiten, die angeschlagen werden, mit einer Dämpfungsmechanismus, mit Mechanik, wo man auch phrasieren kann und das Instrument zum Singen bringen kann, sondern es sind Metallstäbe, die mit Hämmern angeschlagen werden und die ausklingen, wie ein Schlaginstrument. Und das hat mich von Anfang an erinnert an indonesischen Gamelan oder Tempelglocken. Also der Klang dieser Stäbe ist auch ein Klang, der mehr einen Charakter von Glöckchen oder Glocken hat. Und dadurch war für mich das Instrument sehr interessant, weil man plötzlich unbelastet von einer Tradition neu damit arbeiten konnte. Ich habe dann mit einer ganz wunderbaren Musikerin zusammengearbeitet, oder wir arbeiten immer noch zusammen, Isabel Ettenauer, die mich sozusagen auf dieses Instrument gebracht hat. Und für sie habe ich eine ganze Reihe von Stücken geschrieben, Solostücke, auch Duos mit Cembalo zum Beispiel, Stücke mit Elektronik vor allem. Und eines der letzten Stücke war Underwood. Das war eigentlich ein kleines Konzert für zwei Toy-Pianos, die von ihr gespielt worden sind, und einem Kammerorchester. Die Toy-Pianos, es sind genau die beiden, die man jetzt im Hintergrund sieht. Ja? Also dieses kleine mit den zwei Oktaven. Und das große mit einem sehr edlen Ton. Also es ist ein französisches Instrument aus den 70er Jahren. Diese Instrumente klingen sehr unterschiedlich. Und das kleine weiße Instrument habe ich jetzt aufgeschraubt und diese Tasten und diese Klangerzeugung komplett auseinandergebaut, sie es quasi präpariert. Und dadurch entstehen jetzt Klänge, die im Toy Piano normalerweise nicht vorhanden sind. Es wird nämlich dadurch zum Schlaginstrument. Und mit diesem Setting, einem sehr schönen, wohlklingenden französischen Instrument und einem präparierten kleinen Instrument, die noch dazu elektrisch verstärkt sind, habe ich dann sozusagen ein Setting gebaut, wo die Pianistin darauf spielt und das Orchester im Hintergrund reagiert darauf und antwortet. Es ist alles zwar ganz genau auskomponiert, aber im Grunde ist das Orchester so eine Art Klangraum, der um das Klavier aufgebaut ist und damit immer wieder Kommentare abgibt oder Räume erzeugt, Klangräume. Und das hat für mich eigentlich auch mehr mit asiatischer Musik zu tun als mit europäischer Musik.